Herzlich willkommen bei Das Silver Assi. Ich möchte euch heute mal etwas, ja, was Neues ist es natürlich nicht, es ist ein Servo. Allerdings ein extrem starkes Servo. Wir haben hier nämlich bis zu, ich muss es auch ablesen, 45 Kilo Stellkraft. Das ist das TSP 20-2004. Kann bis 8,4 Volt betrieben werden. Brushless Motor, Stahlgetriebe, Aluminiumgehäuse, 40, 20, 37,5 die Maße und 0,14 bis Achtung, 0,085 Stellzeit an 28 Kilo an 6 Volt und 45 Kilo hat es dann an 8,4. Das heißt, wir liegen so rund bei 35 Kilo an 7,2, 7,4 Volt, je nachdem, was euer BEC ausgibt. Vielleicht seid ihr auch Verbrennerfahrer und habt ein Lipo dran, dann habt ihr natürlich die volle Energie, sofern der Lipo voll ist. Jo, das ist das gute Stück. Komplett in Aluminium gehalten. Sieht schon cool aus, ne? Und oben natürlich auch. 25 Zähne an der Servokrone. Und das ist ja aber natürlich alles jetzt nichts Besonderes. Sondern das Besondere ist eigentlich dieses Teil. Das ist nicht dabei, das bekommt ihr separat, braucht ihr aber auch nur einmal kaufen. Denn das funktioniert für ganz viele Servos, denn wenn ihr jetzt mal guckt, den MIG, ich glaube, das kam so rum. Das kann man miteinander verbinden und USB ist natürlich immer geil, weil dann kann ich da irgendwas einstellen und das werden wir uns jetzt angucken. Wir machen heute eine Premiere. Ich schließe das nämlich jetzt, ich zeige euch das mal, einfach an meinen Laptop an. In meiner Videobeschreibung, hat er auch schon erkannt, in meiner Videobeschreibung findet ihr den Link, wo ihr die Anleitung, von der ich gleich ablese, also nein, ablesen brauche ich gar nicht, aber wo ich halt diese ganzen Informationen her habe und auch, wo ihr diese Software downloaden könnt. Und ich schalte euch jetzt auf meinen Monitor. Nein, jetzt nicht. Jetzt müsste der sein. So, so sieht das Ganze halt aus. Hier oben seht ihr Adapter-Plugin. Das ist schon mal super. Das heißt, er hat mein Servo erkannt. Dann seht ihr hier unten ein paar Einstellmöglichkeiten. Ihr könnt den Servo-Angle einstellen. Das heißt, das ist sowas ähnliches wie eine EPA-Funktion. Das heißt, ihr baut das Servo ein. Und dann könnt ihr quasi schon einstellen, ich zeige euch das mal hier, wie weit der gehen darf. So, weil es gibt ja Autos, da braucht ihr so maximal, ich sag mal 54. Es gibt aber auch Autos, da braucht ihr vielleicht 220 und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die Servo-Neutral-Funktion und das finde ich eine der wichtigsten Funktionen überhaupt. Ihr kennt das ja bestimmt, dass ihr ein Servo einbaut. Und dass halt 90 Grad Winkel stehen soll, das Servohorn. Das klappt aber in den allerseltensten Fällen. Dann müsst ihr an den Gelenken rumdrehen und hast du nicht gesehen. Ist hier viel einfacher. Ihr dreht das einfach so lange hin, bis das klappt. Und zwar so. Zack, zack. Schon cool, ne? So, dann habt ihr noch einen Dämpfungsfaktor. Ob man den braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. PWM Power. Das ist, wie viel Kraft, wie viel Drehmoment hat dieses Servo. Er sagt hier 39,2. Ihr könnt natürlich bis 100% hochgehen. Die Sensibilität an der Funke könnt ihr einstellen. Gibt es 5 Einstellungsmöglichkeiten? Ne, 4. Ich gehe hier auf Ultra High. Ihr habt hier einen Soft Start. Das heißt, das knallt nicht sofort los. Das geht so ein bisschen los nur. Die genaue Kurve dazu habe ich natürlich nicht. Die Inversion, ist logisch, ne? Dann dreht es richtig rum. Es gibt ja Autos, da dreht es doch einmal anders, da kann man es an der Funke einstellen. Hier könnt ihr es direkt im Servo einstellen. Narrow Band ist das Einzige, was ich nicht wusste. Das konnte ich mir nicht erklären. Habe ich eine Anleitung geguckt. Narrow Band ist Futaba SR Mode. Okay, wenn ihr also eine Futaba Funke habt, stellt ihr diesen Servo an. Wenn ihr so wie ich eine Sanwa Funke habt, stellt ihr natürlich Sanwa SSR. Das soll eine bisschen bessere Übertragungsrate zu Sanwa und Futaba geben. Ob das dann auch wirklich so ist, sei dahingestellt. Sagt halt so der Hersteller. Dann habt ihr unten diese Overload Protection. Das heißt, wenn ihr
1,5 Sekunden, 60% aufwendet, dann geht er in den Blockmodus. Dann geht er aus. Das ist in dem Fall gut. Das sollte man anschalten, habe ich hier noch nicht. Das ist halt so, wie es kommt. Ne? Ich habe das selber auch falsch rum angeschlossen. Dann könnte man das nämlich auch erkennen, dass man das sieht. So, guck mal. Hier unten kann man das jetzt auch sehen. Ne? Hier ist also eingestellt, für 5,1 Sekunden habe ich, dann geht er auf diese 58,8 zurück und so weiter und so fort. Das hilft, dass der Servo nicht stirbt. Das hier ist noch eine sehr interessante Funktion, das ist quasi ein Failsafe im Servo. Das brauchen wir Elektrofahrer eher weniger, aber es gibt ja auch viele Elektrofahrer immer noch. Release heißt, er macht gar nichts, also sprich, er nimmt ihn vom Strom, wie als wenn der Humpack leer wäre oder so, dann macht er halt einfach gar nichts. Die Key Position heißt, er hält die Position, Gau-neutral heißt, er geht in den Nullpunkt. Und wenn ihr das jetzt alles eingestellt habt, so wie ihr das haben wollt, so, ich sage jetzt einfach mal, so will ich das haben, dann geht hier auf Save, fertig. Ich will das jetzt so nicht einstellen, deswegen kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ja, für wen ist dieses Servo gedacht? Das Servo ist jetzt natürlich nicht unbedingt für einen 1 zu 10er Tourenwagen. Geht auch, kann man machen, gerade wenn man so ein bisschen Gewicht braucht, weil das wiegt schon ein paar Gramm. Hier sieht ihr das nochmal von unten. Habe ich ja wieder rumgeschaltet. Ne? Sondern das ist eher für die ganz großen Jungs wie Xen Reaper, wie auch Traxxas X-Max, aber funktioniert natürlich auch im 1 zu 8er Kraton, Kronos und hast du nicht gesehen. Da ist euch ja freie Wahl gelassen, auch wie ihr das einstellt. Ja, ich finde mit dem Adapter, ihr findet die Links, wie ihr das kaufen könnt, von Modellbaumetz in der Beschreibung. Ihr findet den Link zur Software und zur Anleitung ebenso in der Videobeschreibung. Und ja, ich sage an dieser Stelle vielen Dank an Metz und auch StuSpeed, die mir dieses Servo zu einem sehr, sehr guten Kurs zur Verfügung gestellt haben. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und demnächst seht ihr, wie das in den X-Max eingebaut wird. Bei der Silver Assi. Ciao, ciao.